Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und wie ihr seht, hier ist der Herbst los. Also wahnsinnig viele tolle Sachen, die man findet, wenn man rausgeht in die Natur spazieren. Und daraus werden wir uns jetzt einen richtig, richtig tollen herbstlichen Teller bereit kreieren. Basteln hätte ich beinahe gesagt. Also hier dieses, ich glaube, das ist eine Pampasart. Ich habe hier auch einen ganz kleinen mit drin, den wollte ich auf jeden Fall verarbeiten. Das wäre dann jetzt dieser. Also richtig, richtig toll. Ich habe die Sachen jetzt hier schon ein wenig getrennt und in kleine Vasen gestellt. Und die stehen bei mir hier auf dieser Schuhanrichte im Arbeitszimmer. Und das sieht, also Schuhanrichte, es ist ein Schuhschrank, in dem aber ganz viel Arbeitsmaterial, Papier und Bastelsachen lagern. Und darauf habe ich die Sachen jetzt so stehen und das sieht so richtig, richtig toll aus. Auch hier diese kleinen süßen Buschel, total hübsch. Und mir fällt auf, dass die Sachen alle ja, sehr golden wirken. Dieses hier sehr, ja, auch wie auch sogar ein bisschen silbrig. Ich bin mir nicht sicher, wie dieses hier heißt, aber ich bin total begeistert davon, wie toll das glänzt. Und ja, dann haben wir auch dieses hier. Auch total schön in seinen kleinen süßen Puddelchen. Da wollte ich jetzt auch mal so zwei, drei noch mit rausnehmen. Vielleicht noch einen kleineren. Gäbe es da noch einen kleineren? Alle sehr groß, dann nehmen wir eben den und wollte mir von diesen ganzen tollen Sachen, die ich hier so habe, auch dieses hier, so einen kleinen Bund zusammenbinden, also ein kleines Sträußchen zusammenbinden und dieses dann, das sind alles Samen, also wenn man die auffangen würde und einpflanzen würde, hätte man nächstes Jahr super, super schöne Gräser. Und auch dieses hier, das habe ich jetzt natürlich nicht gefunden. Dieses habe ich jetzt dazu gekauft und bin auch total begeistert von diesen kleinen süßen Puschelchen. Ja, also ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich nehme hier auch mal so drei Abschnitte von. Die habe ich von meiner Tochter bekommen. Und auch hier, das ist ja wohl wirklich Gold pur. Richtig, richtig der Hammer. Und auch da nehmen wir mal, da bleibe ich bei der Zahl 3, einfach mal kleben. Und das lege ich noch einmal beiseite. Aber ist doch der Hammer. Ja, und wie schon erwähnt, möchte ich ganz gerne mit euch einen herbstlichen Teller kreieren. Und ich habe mir hier so einen weiß lackierten Holzteller rausgesucht, also ein Holztablett. Man könnte auch ein Naturtablett nehmen, was ich ursprünglich auch erst in der Hand hatte. Und das wäre ja auch nochmal definitiv Natur pur. Aber ich habe mir hier ein paar Sachen vorbereitet, wie diese wunderschönen goldenen Blätter. Ich sage gleich mehr dazu. Finde ich, gehen auf diesen Teller aber krass unter. Also kommen überhaupt nicht zur Geltung und das sollen sie aber. Von daher habe ich gedacht, dieser Teller ist nicht so wirklich passend. Was ihr auch nehmen könnt, ein Platzteller oder ein Essteller, ein aus Porzellan oder so. Das könnt ihr natürlich auch wunderbar nehmen, wenn ihr jetzt kein Tablett habt. Auch das, denke ich, wirkt richtig, richtig toll. So, jetzt komme ich zu diesen Blättern. Und ich finde, die kommen hier drauf viel, viel mehr zur Geltung. Und die verteile ich mir einfach mal ein wenig. Und zwar habe ich Goldspray benutzt. Und ich habe mir hübsche Blätterchen gesammelt. Und habe diese auf eine Unterlage gelegt. Aber vorher erstmal einen Tag gepresst. Und dann habe ich sie wirklich tatsächlich ganz einfach mit Goldspray besprüht und dafür habe ich ganz herkömmliches, wie es zur Weihnachtszeit recht häufig gibt, Goldspray benutzt. Und das ist jetzt aber ein Spray, welches man ja für den Innenbereich nutzen kann, sprich, es ist nicht wetterfest. So, dann habe ich diese Feder gefunden, die habe ich auch gleich noch Gold verarbeitet, also das fand ich richtig, richtig hübsch. Die packen wir nachher woanders mit zu. Und ich wollte aber nicht nur goldene Blätterchen, sondern habe tatsächlich mir hier ein ganz paar braune Eichenblätter noch gesammelt, um den Teller noch ein bisschen zu füllen. Und vielleicht hier einfach nochmal das Rote dazu.
So als kleiner Blickfang. So, jetzt habe ich hier mir ein Glas, ein Flaschenglas. Das ist, glaube ich, so ein Apotheker, nennt man, glaube ich, Apothekergläser, Apothekerflaschen oder so, weil sie diese Form haben. Und da habe ich eine Lichterkette, ich kann sie auch mal anmachen, hineingesteckt. So, klar, einfach hineingesteckt. Und mit einem Band versehen, mit einem Juteband. Und eigentlich hatte ich vor, dieses kleine Batteriefach hier drunter zu verstecken, so dass man es nicht sieht. Man sieht es ja auch nicht, auch wenn es hier an der Seite so liegt. Man sieht es ja nicht wirklich. So, was haben wir noch? Ja, ich habe mir so ein Glas gekauft, Auszeit für dich. Ich fand dieses so richtig, richtig schön. Und auch hier ist ein, der Spruch ist golden, mit goldener Farbe draufgezogen. Also richtig, richtig schick. Was haben wir noch? Dann habe ich hier eine kleine noch leere Flasche. Und die wollte ich eigentlich dafür nutzen, ein paar Dinge hineinzutun. Die einfach, hier greife ich nochmal den Ton der Blätter auf, die einfach ja, von den Pflanzen kleine Abschnitte mit hineintun, so als Blickfang. So, da haben wir es auch schon. So, Deckelchen drauf. Und auch das fand ich richtig, richtig hübsch. Und dann haben wir noch das kleine Vase, in der ich diese Sachen jetzt hier hineingeben werde. Dann haben wir noch, was haben wir noch? Ich habe mir Kastanien gesammelt, und zwar diese Esskastanien. Und die pieksen ganz schön. Und auch die habe ich gold angesprüht. Und die werde ich hier und da noch mit einfließen lassen. Ich habe vorher die Kastanien rausgenommen. Also, wer jetzt sagt, die Kastanien, das wäre mir zu viel, lässt sie einfach weg. Ich persönlich fand die jetzt ganz hübsch. Fand, es passt jetzt einfach noch so dazu. Müsst ihr einfach schauen. Geht einfach raus. Guckt, was ihr in der Natur findet. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so eine eingetrocknete Distel. Auch die ist sehr golden in der Farbe. Und wenn sie im Licht ist es richtig zu erkennen, dass sie wirklich ja, so ein bisschen golden erscheint. Die wäre mir aber tatsächlich auf diesem Teller jetzt zu viel. Ich gebe jetzt hier meine gesammelten Gräser noch hinein. Und das reicht mir dann tatsächlich auch schon. Genau, das Grüne nehme ich hier einfach weg. Und das reicht mir dann tatsächlich auch schon an Naturmaterialien. Geht einfach los, schaut in der Natur, was ihr findet. Es ist wirklich, die Natur bietet so viel, und ja, also ich komme seltenst mit leeren Händen nach Haus. Und von daher schaut einfach, was ihr findet, schaut, was euch gefällt, und ihr werdet staunen, wenn man mit offenen Augen losläuft, was man alles findet. So viele tolle, wirklich schöne Dinge. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude daran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Jetzt bin ich noch nicht ganz fertig. Abonniert doch einfach meinen Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr auch das noch nicht getan habt. So verpasst ihr keins meiner Videos. Kanal abonnieren ist übrigens kostenlos. Und ich würde mich mega drüber freuen. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Stell dieses bei mir in den Eingangsbereich. Und ich würde einfach sagen, Herbst pur, so toll. Ich kann ja auch mal das Licht ausmachen. Und mal schauen, ups, wie das wirkt mit diesem Licht. Ich muss einfach mal schauen. Klar, Moment.
sieht toll aus. Ich bin begeistert. Ah, meine Feder. Die kommt noch hier mit rein. So, ich bin begeistert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude daran. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal ganz einfach wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao, ciao. Sagt eure Deko-Jana.